Wir wollen eine weitere Aufgabe mit dem Thema Volumenarbeit idealer Gase besprechen. Diesmal geht es um adiabatische Volumenarbeit. Das bedeutet, wir wollen ein Gas komprimieren, expandieren, aber diesmal thermisch isoliert. Es besteht keine Möglichkeit für das Gas Wärme aufzunehmen und abzugeben. Und das heißt, in der Regel wird sich das Gas von der Temperatur her aufwärmen oder abkühlen. Bei der isothermen Expansion und Kompression gilt das Boyle-Mayotte-Gesetz, P mal V ist konstant. Wir haben die Gleichung für die Arbeit, die geleistet wird, und wir haben Q gleich minus W, da Delta U gleich 0 ist. Beim adiabatischen Prozess haben wir P mal V hoch Kappa ist gleich konstant. Das ist eine der drei Poissonschen Adiabatengleichungen. Kappa ist der Poissonsche Adiabatenkoeffizient und für jedes Gas hat diese Zahl Kappa einen anderen Wert. Man kann aus der Zahl Kappa auch Rückschlüsse ziehen auf die Molekülstruktur. Die Arbeit ist Cv mal Delta T und die Wärme ist gleich 0, damit ergibt sich Delta U gleich W. Eine Adiabate ist im PV-Diagramm immer eine steilere Kurve als eine Isotherme. Die Aufgabe besteht darin, dass wir 1 Kilogramm Wasserdampf von 450 Grad Celsius adiabatisch auf 1 Bar von 10 Bar entspannen sollen. Also eine Art Dampfmaschine simulieren. 10 Bar Wasserdampf, 450 Grad, wird auf 1 Bar entspannt. Und zwar so, dass keinerlei Wärmeaustausch erfolgt. Bedeutet, die Temperatur wird deutlich absinken während dieses Prozesses. Auch der Druck wird absinken von 10 auf 1 Bar und das Volumen wird deutlich zunehmen. Der Adiabatenkoeffizient von Wasser ist gegeben, 1,3. Für diesen Prozess, für diese adiabatische reversible Expansion, sollen wir alle Zustandsgrößen und alle Prozessgrößen oder eine Reihe von Prozessgrößen ermitteln. Wie gehabt skizzieren wir eine Tabelle. 1 und 2 sind die beiden Zustände, einmal komprimiert, einmal expandiert. Römisch 1 ist der Prozess, diese adiabatische Expansion. Gegeben sind folgende Größen. Anfangstemperatur in Kelvin 723, Anfangsdruck in Bar 10, Volumen kennen wir noch nicht, Enddruck in Bar 1 Bar. Ansonsten wissen wir nur, dass der Prozess adiabatisch ist, dass wir ein ideales Gas haben und Kappa kennen wir auch. Adiabatisch heißt Wärme gleich 0. Damit haben wir eine Prozessgröße, die wir auch schon einfügen können. Wir rechnen zunächst mal die Stoffmenge aus. Wir haben 1 Kilogramm Wasser, das bedeutet 1 Kilogramm durch 18, das sind 55,6 Mol. 55,6 Mol bei 10 Bar und 723 Kelvin sind nach dem idealen Gasgesetz entsprechend einem Volumen von 334 Litern. Damit haben wir den Ausgangszustand und auch vollständig PVT beschrieben. Jetzt nehmen wir eine der drei Poissonschen Adiabatengleichungen, die den Anfangszustand und den Endzustand einer Adiabate verknüpfen. PA, VA haben wir gegeben. PE haben wir ebenfalls gegeben, also können wir VE ausklammern. Wir erhalten, dass VE hoch Kappa gleich PA durch PE mal VA hoch Kappa ist. Wir ziehen die kappate Wurzel und haben dann diesen Ausdruck. Kappate Wurzel aus PA durch PE mal VA. 1,3 Wurzel aus 1 Million durch 100.000 oder 10 zu 1 mal 0,334 ergibt ein Endvolumen, das
5,8 mal größer ist als das Ausgangsvolumen. Beachten Sie den Unterschied zum isothermen Verlauf. Beim isothermen Verlauf hätten wir den Druck um Faktor 10 reduziert und das Volumen um Faktor 10 vergrößert. Hier haben wir den Druck um Faktor 10 reduziert, aber das Volumen nur um Faktor 5,8 vergrößert. Warum? Weil die Temperatur gleichzeitig abgenommen hat. Endvolumen ist knapp 2000 Liter und die Endtemperatur können wir nun einfach nach der idealen Gasgleichung ausrechnen, wobei wir jetzt den Endzustand berücksichtigen. Druck des Endzustandes, Volumen und Stoffmenge. Eingesetzt in die ideale Gasgleichung ergibt eine Temperatur von 425 Kelvin. Als nächstes können wir jetzt die Arbeit berechnen, die unser Wasserdampf leistet, die Expansionsarbeit. Delta T kennen wir, CV kennen wir nicht direkt, aber wir können mit Hilfe von Kappa CV ermitteln. Für ein ideales Gas ist Cp minus CV gleich N mal R. Cp durch CV ist Kappa. Wir haben zwei Gleichungen. Wir haben zwei Unbekannte, nämlich Cp und CV. Und wir können jetzt nach CV auflösen und erhalten CV als N mal R durch Kappa minus 1. Damit ist es jetzt keine Schwierigkeit mehr, einmal CV auszurechnen, nämlich 1,54 Kilojoule pro Kelvin, und auch W auszurechnen, indem wir einfach mal minus 298 Kelvin multiplizieren. Wir erhalten eine negative Zahl, nämlich 459. Diese Arbeit wird abgegeben. Delta U ist ebenfalls leicht zu errechnen, denn Q ist gleich 0 und Delta U ist Q plus W, also 459 negativ. Bedeutet, das Gas hat jetzt eine um 459 Kilojoule geringere innere Energie als vorher. Diese innere Energie des Gases wurde komplett in Arbeit umgewandelt. In einem PV-Diagramm eingezeichnet sieht das so aus. Sie haben hier den Ausgangszustand 10 bar, Endzustand 1 bar. Diese rote Linie wäre eine Isotherme. Die Isotherme bei der Ausgangstemperatur, eine Hyperbel. Unsere Adiabat ist aber steiler als diese Isotherme und damit liegt der Endzustand 2 deutlich niedriger als er liegen würde auf der Isotherme. Wir können noch eine Isotherme bei der tiefen Temperatur zeichnen, auch das wieder eine Hyperbel. Und diese schwarze Linie, das ist unsere Adiabat. Die Arbeit, die das Gas leistet, ist wie immer die Fläche unter dieser Kurve.